So, meine Lieben, für uns geht's jetzt los in den Heidepark. Wir haben 7.27 Uhr, sind gegen 10.38 Uhr da. Das Wetter hier ist nicht so berauschend. So, Leute, auf dem Weg zum Heidepark. Ne? Erstmal einen Kaffee gönnen. Wir sind schon ungefähr anderthalb Stunden jetzt unterwegs. Nicht ganz. Jetzt haben wir einen Kaffee. Und dann geht's weiter, ne? Schmeckt? Für mich gibt es klassischen Cappuccino und wir teilen uns so einen Schokomuffin. Das ist so krass teuer immer in den Raststätten, finde ich, so übertrieben. Help! Weil das ist richtig schokoladig. Was hast du für ein Getränk? Schmeckt Cola. Das so wie White Chocolate Mocha? Ja, schon. Aber lecker. So, Leute, gönnt euch mal das Wetter. Wir sind da und wir haben das Gefühl, das ist super leer. Das ist ja hier in Niedersachsen. Wir haben auch noch keine Ferien. Und das Wetter soll ab heute Abend nicht so gut werden. Ja. Fahrt war angenehm, ne? Nix los. Nee, nix los. Und jetzt gucken wir mal. Wir müssen jetzt unsere Tickets besorgen. Wahrscheinlich können wir noch nicht ins Hotel. Mal sehen. Wetter, oh, es ist so schön. Auf jeden Fall Wasserbahn. Weißt du, letztes Mal, ich weiß nicht, ob ihr den Vlog noch kennt, wo das Theater mit deiner Hose war, Schatz. Heute bin ich vorbereitet. Heute bist du vorbereitet. Ey, guckt euch auf jeden Fall den letzten Vlog an dazu. Katastrophe. Was haben wir nicht gemacht? Nee, das müssen wir noch machen. Das wolltest du nicht, das weiß ich noch. Quatsch. Du hast gesagt, das ist langweilig. Ist so viel los, ey. Oh, ey, das ist wirklich, ich glaube, wir haben richtig Glück. Was? Ich blende euch mal hier ein Foto ein. Wir haben wieder diesen Pass nee, bitte gekauft. Nicht. Doch. Für 25 Euro erste alle Bahn Fotos. Ist immer scheiße. Ich muss erstmal reinkommen. War zu viel wieder, ne? So, Leute, wir waren gerade auf der Bobbahn. Ich blende euch mal ein Foto ein. Was macht mein Freund jetzt? Er will Kart fahren. Bobbahn war lustig. Ist kuschelig und war viel zu warm. Leute, wir waren jetzt gerade auf dieser Bahn. Könnt ihr jetzt mal sehen, die kommt jetzt. Was? Okay. Ich hatte die ganze Zeit die Augen zu, meinen Kopf gegen eine Seite gedrückt, weil das ist so wackelig und wenn man den Kopf locker lässt, dann knallt man gefühlt die ganze Zeit von rechts nach links. Weiter geht's. Leute, aber es ist ohne Witz, es ist so empty. Es ist echt nicht viel los. Oh, Schatz, sag mal erst, was du machen willst. Ich will einen Baby, ein Grobo. Welchen willst du rausholen? Ich versuch den da. Der da liegt, ne? Oh, yeah. Du musst von der Seite. Ein Euro. So Leute, ein Euro wegwerfen, Teil 2. Ja, dann zieh jetzt hier einmal ein. Das schaffst du nicht, Schatz. Der ist ganz empfindlich, lass nicht los. Das ist fake, der war dran. Der hatte den so. Leute, wir waren gerade auf Colossus, da diese riesige Holzachterbahn, da geht die hoch. Was? Die ist auch Hammer, ne? Lecker? Werft nach. Oh, 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 oh.
und glowy die sind, ne? Boah, richtig Skincare funktioniert. Hast du denn schon erzählt, dass ich deine Sachen benutze? Ja, nee, noch nicht. Shit, wir sind jetzt halt rückwärts. Mensch, ich heule nicht, ich kann nicht mehr. Hey Schatz, merk dir bitte deine Nummer, ja? Wir waren gerade Ghostbusters, da muss man so, hat man eine 3D-Brille und so Knarren, muss halt Geister jagen und da steht die Punktzahl und wer hat gewonnen? Schätzt du, ne? Gegen 4, gegen mich? Gegen alle. Ich war knapp hinter dir. Die anderen Teams haben auch verloren. Echt? Hast du die höchste Punktzahl von allen? Weil du gerade so gut schon geschossen hast, dich warm gemacht hast, ne? Ach so. Ja, ich bin halt... Ja, und jetzt geh mal Kracke und du kackst dir wieder in die Hose. Slushy, wie heißt das? Zitronenlimette? Mhm. Lecker. Try it. Okay. Moment. Vom Live Reaction. Ich hasse eigentlich Slushy, weil ich krieg davon immer Gehirnfrost. Davon nicht. Nee, ist mir zu süß. Ist echt süß, aber. Oh. Stella! So Leute, wir sind jetzt auf unserem Zimmer angekommen. Wir waren gerade noch auf der Wasserbahn und auf Desert Race. Desert Race zeigen wir euch heute, zeigen wir euch morgen nochmal. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Das ist unser Zimmer. Richtig cute. Also hier könnte man theoretisch mit 4 Personen oder mit Kindern schlafen. Und hier ist das Badezimmer, ist auch ganz cute. Ja, kann man nicht meckern. So Leute, Tag 2. Wetter ist bescheiden, ne? So Leute, wir machen jetzt gerade hier eine Rundreise. Ist schon ein bisschen wackelig und gruselig. Und hoch. Wir sind übrigens gestern Kart gefahren. Ich hatte das ja mal kurz erzählt. Das hat richtig Bock gemacht, ne? Guck mal, Krake oben im Regen. Guck da vorne auf die Straße bitte. Aber guck mal, wie schön. Ja, und dann, das haben wir noch gar nicht erzählt, wir fahren ja gleich weiter nach Hamburg, weil das ist ja hier in der Nähe, das ist knapp noch mal eine Stunde entfernt. Da verbringen wir auch noch mal eine Nacht und ja, da nehmen wir euch natürlich auch ein bisschen mit. Und ja, ich würde sagen, wir melden uns gleich nochmal. So, meine Lieben, im Hintergrund seht ihr jetzt noch das Hotel. Ich habe schon meine Autoschlüssel in der Hand, das heißt, wir fahren jetzt los nach Hamburg. Es ist jetzt 2:15 nach 3 und wir haben jetzt alle Bahnen gemacht, auf die wir noch Lust hatten. Weil wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was von Hamburg sehen. Das Wetter wird auch immer besser, wie man sieht. So, meine Lieben, wir sind in Hamburg angekommen, in unserem Hotel. Das ist unser Zimmer für diese Nacht. Ich zeige euch das Wetter. Ist richtig, richtig schön. Und ja. 5 Jahre. Lisa, zum Shoppen hier in Hamburg und gucken mal, was wir so finden können, ne? Ich brauche ein Outfit. Du brauchst ein Outfit. Ich hab nicht weiter gedacht. Leute, wir haben uns gerade einen Kaffee geholt. Ich habe mir einen Espresso gegönnt, weil nicht so viel Bock, weil wir gehen jetzt gleich essen. Geburtstagsessen. Vor Geburtstagsessen. Und du hast auch erfolgreich was geshoppt, ne?
Ja, Kleinigkeit. So Leute, wir sind jetzt wieder im Hotel. Ich bin jetzt kurz vorm Duschen gehen. Ich wollte nur sagen, das war ungelogen die beste Pizza seit langem, die wir gegessen haben. Oder Schatz? Ja. Die war wirklich richtig gut. Der Teig, der war so überragend. Wirklich, das wollte ich nur kurz anmerken. Jetzt gehe ich gleich duschen, mache mich fresh und dann seht ihr mein Outfit. So meine Lieben, Outfit-Check. Ja, für uns geht's jetzt los. Zeig mal deinen Look. Ich überlege noch, ob grüne Hose besser ist. Okay. Auf jeden Fall rufe jetzt ein Uber und dann geht's los. Leute, auf meinen Geburtstag, weil ich habe heute Geburtstag. Happy, Happy Birthday! Sag mal, was gestern noch passiert ist. Nix. Ist ein bisschen abgestürzt, ne? Quatsch. Jetzt haben wir einen Club von so einem 20-jährigen Wodka eh geschenkt bekommen, ne? Ja. Der war eklig. Haben wir noch Tequila getrunken? Also mir geht's gut. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich weiß gar nicht, ob das von dem Alkohol war, weil ich habe überhaupt nicht viel getrunken. Jetzt waren wir gerade im Hotel, haben gefrühstückt. War lecker. Und jetzt warten wir auf Uber und dann fahren wir noch zum Jungfernsteg. Dann müssen wir schon in ungefähr anderthalb Stunden so zurückfahren. Weil heute feiern wir noch mit meiner Familie meinen Geburtstag. Wie geht's? Nicht so gut, ne? Doch. So, meine Lieben, wir sind am Jungfernsteg angekommen. Ich zeig euch einmal. Richtig schön hier. Und jetzt? Zeig mal. Was machen wir jetzt? Kaffee holen, ne? So Leute, was haben wir uns geholt? Das ist neu. Chocolate Tea Waffle Cone Coffee Frappuccino. Wie schmeckt der? Also, Tea heißt er nicht, aber das schmeckt eigentlich ganz gut. Und jetzt sitzen wir hier und genießen den, ne? Yes. So, wir haben jetzt hier eine kleine Runde gemacht. Getränk war lecker. Noch ein Foto gemacht. Als Andenken, ne? Und jetzt gehen wir noch eine kleine Runde und dann fahren wir schon wieder zurück. Leider ja. Leider ja. Also wir haben echt beide gesagt, das ist wirklich eine Stadt, das gucken wir uns in naher Zukunft nochmal an und dann halt ein bisschen länger. Auf jeden Fall. Oder?